Dies ist die Boeing 727, die neueste Errungenschaft der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaften. Mit ihr fliegen heute die ersten 72 Touristen von Köln nach Palma de Mallorca. Die Boeing segelt eine Spitzengeschwindigkeit von über 930 Stundenkilometern. Das bedeutet eine Flugzeit Köln nach Palma de Mallorca 2 Stunden. In 5 Minuten Abflug, um 11 Uhr Ankunft in Palma de Mallorca, kurz nach 12 geht es von dort wieder weg und 2 Stunden später wieder in Deutschland, von insgesamt 5 Stunden. Nun, hier in Köln-Wahn ist das Wetter so unbeständig wie der Wetterbericht und wir hoffen, dass es in Palma, von dem man sagt, dass es das etwas besser aussehen wird. Es ist also genau das eingetroffen, was wir gedacht haben. Es ist herrlichstes Wetter hier. Bereits um 8 Uhr hat es 18 Grad gehabt in Palma de Mallorca und wurde uns im Flugzeug schon gesagt, dass das Wetter seit einigen Tagen so ist. Das hier ist das, was man in Mallorca einen Flughafen nennt und täglich etwa 50 Maschinen. In der Hochsaison sind es 100. Wir haben unsere Flugzeit genau eingehalten. Es ist jetzt genau, und wir werden jetzt die 10 Kilometer zum Stadtinneren in einem Auto zurücklegen, um dort einige Aufnahmen zu schießen. In 1/4 Stunde geht es wieder zurück, weil wir den doch so schädlichen Sonnenstrahlen entkommen wollen. Suscríbete. Hey, que habéis perdido el ritmo.